Aus, vorbei mit der Beziehung. Was macht man danach mit dem Krempel der Frau, ist die große Frage. Tja, was ein Berliner jetzt nach der Scheidung tatsächlich gebracht hat, das gab's wohl noch nie, ne? Gütertrennung heißt das Zauberwort, was er so ein bisschen, also wirklich nur ein bisschen zu wörtlich genommen hat. Hier ist die ganze, nicht die halbe, die ganze Wutgeschichte in nur 7 Sekunden. Was für ein Wortwitz. Wenn Fotografen ihre Kundinnen begrapschen, dann wird der Job für Models schnell zum absoluten Albtraum. Aber leider passiert das tatsächlich immer, immer wieder. Ne? Ja, und deshalb setzt sich ein Model jetzt zur Wehr. Mit einer noch nie dagewesenen Aktion stellt sie diesen Fotografen an den Pranger im Netz. Tja, und was macht das Netz? Es feiert ihn. Ich bin ja großer Erich-Fan, muss ich ja sagen. Erich, dich finde ich sehr geil. Doch, ich finde den super. Erich. Erich. So, von Erich geht's jetzt hier zu den Hollywood-Stars. Und den kennen Sie hier, ne? Jason, wie heißt er? Statham. Ungefähr so. Ungefähr so. Nein, ist ja der Mega-Hollywood-Star, verdient jetzt Millionen. Und was hat er früher mal gemacht? Er hat nackt getanzt in einem Leopardenschlüpper. Ha, ungefähr so wie ich früher. Samba. Ja, genau so. Ja, egal. Also es gibt auf jeden Fall viele Dinge, die Promis früher mal gemacht haben, die sie heute eher verdrängen wollen würden. Also Achtung, Achtung, liebe Promis, jetzt wird's ein bisschen peinlich. Wie früher. Ja, jetzt schauen wir nur nach vorne und auch da gibt's einiges zu gucken. Zum Beispiel ein seltsames Tattoo und ein Star, der intime Geheimnisse ausplaudert. Hier ist der Tough Clutch. Mit billigem Prosecco oder so an? Nein, da fließt natürlich nur der teuerste Shampoo. So. Ja, bleibt die Frage, ob solche Partys dann auch lustiger sind, wenn die so luxuriös sind. Wir haben uns da in Sylt mal umgeguckt.